Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, nach so vielen Reden ist es ja gar nicht leicht, noch was Neues zu sagen. Also ich will es versuchen, und wenn ich was sage, was schon gesagt worden ist, versuche ich es so anders zu formulieren, dass er es nicht gleich merkt. Mal sehen, ob das gelingt. 10 Jahre Die Linke, das hatten vor 10 Jahren nur wenig geglaubt. Viele dachten, es ist eine vorübergehende Erscheinung. Es war zunächst ungeheuer schwer, aus der SED die PDS zu machen. Und die SED, das hast du ja gesagt, hängt uns ja immer noch irgendwie an, obwohl inzwischen die ehemaligen Mitglieder der SED eine Minderheit in der Partei geworden sind. Das darf man nicht vergessen. Im geschäftsführenden Vorstand gibt es sie so gut wie gar nicht mehr. Ich sage ja einen. Und in der Fraktion sind sie auch sehr viel seltener geworden. Aber weshalb war das damals so wichtig? Die deutsche Einheit kam. Und es musste eine Partei geben, die bereit war, die Interessen derjenigen zu vertreten, deren Interesse keine andere Partei in Deutschland vertreten wollte. Auch für diese Millionen musste ein Weg in die deutsche Einheit gefunden werden. Und das war eine höchst schwierige und höchst undankbare Aufgabe, denn wir wurden dafür arg beschimpft, aber wir haben es übernommen. Es wurde dann verhindert, eine Vereinigung der Eliten, sodass wir plötzlich die Osteliten mitvertreten mussten, die eigentlich gar nicht mehr zu uns wollten, die aber zu uns gedrängt wurden, weil sie nicht willkommen waren. Und dann gab es Arbeitslosigkeit in einem Umfange, wie man sich das heute überhaupt nicht vorstellen kann. Und Männer definieren ihre Bedeutung ausschließlich über ihre berufliche Tätigkeit. Und wenn du ihnen für immer den Beruf nimmst, nimmst du ihnen auch die Bedeutung. Frauen definieren ihre Bedeutung zum Glück breiter. Sie leiden auch darunter, aber nicht so wie die Männer, weil die einseitiger geprägt sind. Das alles war höchst schwierig. Und so wichtig diese ostdeutsche Interessenvertretung für die PDS war, so klar war auch, dass sie aufhört zu existieren, wenn sie keine bundesweite Kraft wird. Und die Chance war äußerst gering. Trotzdem, es ist uns gelungen, zunächst aus der SED die PDS zu machen und die PDS so zu entwickeln, dass es überhaupt möglich war, dass sie sich mit der BSG vereinigen konnten. Das ist keine Selbstverständlichkeit und ich finde, man darf noch einmal daran erinnern. Die Gründung der Linken war ein Meilenstein in der deutschen Geschichte. Ich sage auch warum. Wir haben Deutschland europäisch normalisiert. In der alten Bundesrepublik Deutschland herrschte ein geradezu militanter Antikommunismus mit all seinen Folgen. Links neben der Sozialdemokratie eine Partei im Deutschen Bundestag war überhaupt nicht vorstellbar. Weder nach dem Verbot der KPD und auch schon nach ihrer Abwahl in den späteren 50er Jahren, 60er Jahren, 70er Jahren, 80er Jahren. Undenkbar. Hier ist uns etwas gelungen. Es ist uns etwas gelungen, Deutschland zu normalisieren, was ganz wichtig ist, wenn wir den deutschen Sonderweg für immer ausschließen wollen. Und dazu gehört eben auch die Akzeptanz in einer Gesellschaft für eine Partei, die eindeutig links von der Sozialdemokratie steht und Alternativen anbietet. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als das Wahlgesetz beschlossen wurde, noch bei der PDS, dass die SPD-Vertreterin beim Bundesverfassungsgericht sagte, wenn dieser grundgesetzwidrige Wahlvertrag nicht akzeptiert wird, zieht nur die PDS ein und das muss verhindert werden. Das war das einzige Anliegen, was sie vor dem Bundesverfassungsgericht vortrug. Und ich habe dann gesagt, wissen Sie, das Wahlgesetz, das beschlossen worden wäre, wenn die Sowjetunion den großen Teil Deutschlands besetzt hätte und die drei Westmächte den kleinen. Und dieses große Deutschland träte plötzlich dem Geltungsbereich des Grundgesetzes des kleinen Deutschland bei. Und dann hätten wir die Situation, dass die Parteien aus dem kleinen Teil plötzlich für ganz Deutschland 5% erreichen müssten. Das Wahlgesetz, was der Bundestag dann beschlossen hätte, das scheint mir grundgesetzgemäß zu sein. Und das hätte eben genau umgekehrt ausgesehen und es ist ja auch gekippt worden. Ich sage das nur, um zu sagen, sowohl für die PDS als auch dann für die Linke war die Gründung nicht nur schwierig, sondern wir hatten auch viele Angriffe auszustehen. Warum war das nach innen schwierig mit BSG und PDS? Weil es Menschen mit ganz unterschiedlicher Herkunft und Prägung gab. Im Osten waren die Mitglieder erstens älter, zweitens waren nicht wenige Ex-SEDler, drittens waren sie eher realpolitisch und pragmatisch und viertens fühlten sie sich als Mitglieder einer Volkspartei.
Westen waren sie Jünger, dann gab es Ex-SPD-Leute, dann gab es Mitglieder kleiner, eigensündiger Linksparteien, die zwar keine relevante politische Stärke hatten, aber doch sehr viel Vorstellung. Dann gab es eben auch zunehmend Gewerkschafter, eben die WASG. Sie war eine Korrektivpartei in der Oppositionsrolle. Und es stimmt, was Klaus Ernst sagt, heute haben wir viel zu wenig Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in unserer Partei. Die Fusion gelang, weil man erkannte, aufeinander angewiesen zu sein. Wichtige Personen haben dabei eine Rolle gespielt. Katja hat schon welche genannt. Ich weise auch auf Bodo Ramelow hin, auch auf Dietmar Bartsch, auch auf Klaus Ernst, auch auf Thomas Händel, aber vor allem auf Oskar Lafontaine. Hätte Oskar Lafontaine nicht den Weg zu uns gefunden, hätte das Ganze nicht funktioniert. Hätte das Ganze nicht funktioniert. Mit anderen Worten, das wechselseitige Fremdeln wurde dann zugunsten der Chancen überwunden und schließlich die Gründung auf Basis angemessener Kompromisse aller Seiten vollzogen, wobei die Namensgebung wirklich schwer war. Und es waren harte Auseinandersetzungen auch auf dem Parteitag, woran ich mich noch gut erinnere. Nach außen? Es war eine harte Zeit während und nach der Gründung. Man konnte sich das nicht vorstellen, dass es so eine komische ostdeutsche Partei gab. Damit hatte man sich abgefunden und sagte, das ist ja nur eine vorübergehende Erscheinung. Aber dass es plötzlich eine bundesweite Linke geben sollte, das konnte nicht sein. Die SPD litt darunter, dass es ja zum Teil Fleisch von ihrem Fleische war. Für die Sozis besonders schmerzhaft, dass der neoliberale Vorstoß der SPD von Lafontaine als ungeliebtes Kind verstoßen wurde. Die Linke wurde plötzlich ihr schlechtes Gewissen. Die Verkörperung der Folgen eigener Entsozialdemokratisierung. Die Linke ist heute noch das soziale Gewissen der Gesellschaft. Und dabei muss es auch bleiben. Die Grünen waren schon deshalb sauer, weil Rot-Grün der Vergangenheit angehörte. Und wenn man an Agenda 2010 denkt, könnte man auch sagen, zum Glück. Aber wie dem auch sei, ihnen wurde plötzlich klar, wenn überhaupt wieder mit der SPD, geht es auch nur mit uns. Und zu dritt, das kostet erstens Mühe und im Zweifel auch Ämter. Das mögen die Grünen nicht. So sagen sie sich heute dann lieber mit der Union. Sie werden beliebig. Das ist ihr Problem. FDP und CDU, naja, die hatten einen weiteren politischen Gegner, sorgten sich, dass es potenziell ein Mehrheitsbeschaffer für SPD und Grüne sein können, starteten die Rote Socke-Kampagne, gar nicht so sehr, um uns zu schwächen, das wussten sie, dass uns das nicht schwächt, sondern um zu erreichen, dass wir nicht bündnisfähig sind. Ihr Ziel ist nicht unsere Schwächung, sondern ihr Ziel ist dafür zu sorgen, dass SPD und Grüne sich niemals trauen, es mit uns zusammen zu machen. Und das haben sie ganz gut hingekriegt, weil die SPD immer hört auf das, was die Union sagt. Leider seit vielen Jahren. Gesellschaftlich gab es anfangs auch eher eine Ausgrenzung oder Gleichgültigkeit, Zuneigung, wenn überhaupt, nur verdeckt. Der Einsatz der Geheimdienste gegen uns wurde fortgesetzt. Mediale Kampagnen gab es, eine Tendenzberichterstattung mit Schubladen waren Ursus. In Fernsehnachrichten waren wir quantitativ deutlich unterrepräsentiert, nicht mit Negativnachrichten, aber was wir zur Steuer sagten oder zur prekären Beschäftigung, wurde immer ausgeschnitten. Das, was wir, unser eigentliches Anliegen war, wurde nicht verbreitet. Aber dann ist etwas gelungen über Bodo Ramelow, nämlich ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das schlicht und einfach unsere geheimdienstliche Überwachung untersagte. Selbst Bayern hat nach langem Zögern es denn zumindest in Bezug auf Bundestagsabgeordnete aufgegeben. Und das will schon was heißen, das müssen Sie in Bayern erstmal erreichen. Aber das haben wir geschafft. Und damit hat das Bundesverfassungsgericht ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts gekippt. Das darf man nicht vergessen. Also behaupte ich, nach erfolgreicher Etablierung der Linken folgte Krisenphase. Auch bei uns. Selbstbeschäftigung, Selbstauseinandersetzung. Ich habe festgestellt, ein zu gutes Ergebnis kann auch zerstörerische Wirkung haben. Weil alle bei einem zu guten Ergebnis davon ausgehen, uns kann sowieso nichts mehr passieren. Jetzt kann ich doch mal richtig die Sau rauslassen.
Ich weiß ja nicht, wie ihr es seht, ich fand, in Göttingen gab es ein reinigendes Gewitter und die Zäsur nach innen war auch nötig. Mehr sage ich dazu nicht. Aber der Lernprozess, dass andere in der Partei als Bereicherung statt als Gefahr begriffen werden sollten, den müssen wir anstellen. Und der gilt auch heute. Ich frage immer diejenigen, die welche Leute nicht leiden können, ob sie wirklich ohne diese Leute stärker werden. Und ich frage die anderen, ob sie wiederum stärker wären, wenn es sie einen nicht gäbe. Wir müssen endlich begreifen, aufeinander angewiesen zu sein. Heute ist die Linke politisch irgendwie etabliert und akzeptiert. Das gesamte Umfeld hat profitiert, auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Alle leben ja ein bisschen davon. Nach wie vor ist unsere Verankerung im Osten fest und im Westen haben wir viel dazugewonnen. Im Vergleich zu Flächenländern haben wir gute Ergebnisse in Hamburg und Bremen, aber in den Flächenländern Hessen und Saarland sind wir parlamentarisch vertreten, wobei das Ergebnis in Saarland natürlich immer viel mit Oskar Lafontaine zu tun hat, da dürfen wir uns gar nichts vormachen. Das wissen alle, auch er und auch ich. Dann haben wir Einzug in die Landtage der Flächenstaaten jetzt verfehlt, sowohl in Schleswig-Holstein als auch in NRW sehr knapp, aber ein Zuwachs auf über 3 oder auf deutlich über 4% ist auch nicht nichts. Flächendeckend muss es einen weiteren strukturellen und personellen Aufbau geben. Es gibt bei uns Anhängerinnen und Anhänger, darauf hast du hingewiesen, Volker, der Weltpolitik. Davon haben wir ganz, ganz viele. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ich bin selber ein. Ich interessiere mich außerdem noch für Europa. Ich interessiere mich außerdem noch für das Bundesland Berlin. Ich interessiere mich außerdem noch für meinen Wahlkreis Treptow-Köpenick und für ganz Probleme vor Ort. Die Arroganz gegenüber Kommunalpolitik müssen wir abstreifen. Das steht uns nicht zu. In den Kommunen. All jene, die ein fantastisches, ideologisches, weltweites Konzept haben, denen sage ich immer, und wie sieht es in deiner Kommune aus? Also ich bin da auch anders gestrickt. Ich brauche ich habe den einzelnen vom öffentlichen Dienst bezahlten Ruderfähre. Also der macht eine Fähre mit einem Ruderboot über die Spree. Und dem wurde gekündigt, das ist der einzelne vom öffentlichen Dienst bezahlt, mit der Begründung, dass sein Ruderboot nicht behindertengerecht ist. Und du kannst wirklich auf das Ruderboot nicht mit dem Rollstuhl rauffahren. Daraufhin bin ich zu den Behindertenverbänden gefahren und habe die gefragt, ob sie sich das bieten lassen wollen, ihren Missbrauch. Dann haben sie sich entschieden, sich das nicht bieten zu lassen. Da habe ich gekämpft, geschrieben, gemacht, gequatscht. Auf jeden Fall haben wir einen Kompromiss erreicht. Er wird wieder bezahlt an Feiertagen und an Wochenenden. Immerhin. Leute, das brauche ich auch. Ich kann nicht nur über den Syrienkrieg reden, so wichtig er ist, über die europäische Integration. Ich brauche auch den Ruderer. Und wir müssen uns daran gewöhnen, auch die Probleme vor Ort ernst zu nehmen. Und was uns klein erscheint, kann für die Menschen ausschlaggebend und wichtig sein. Im Osten haben wir 3 Regierungsbeteiligungen, Brandenburg, Thüringen, Berlin, früher auch noch in Mecklenburg-Vorpommern. In Thüringen stellen wir sogar den Ministerpräsidenten, zunächst eine Zitterpartie. Bodo ist aber nach Umfragen der wichtigste Ministerpräsident des Ostens geworden. Damit sind wir im Bundesrat, haben auch dort eine bundespolitische Bedeutung erlangt, egal wie man die eine oder andere Entscheidung beurteilt. Und wir sind eine Bundeshauptstadt geworden, die progressiver reagiert wird. Eine CDU-geführte Regierung in Berlin ist zurzeit kaum denkbar. Das ist doch nicht nichts. Das ist doch nicht nichts. Ich erinnere mich an einen Volksentscheid, der mir wirklich Vergnügen bereitete in Berlin. Es ging um die Frage, ob 3 Jahre lang, nicht länger, in der Schule Ethik ein Pflichtfach sein darf oder nicht. Und da sollten alle großen Philosophien und alle großen Religionen unterrichtet werden. Und die evangelische Kirche, die katholische Kirche, die jüdische Gemeinde, die islamischen Gemeinden, alle wollten, dass Ethik kein Pflichtfach ist. Und zwar mit der Begründung, dass sie ja Religionsunterricht anbieten und da ginge ja keiner mehr hin, wenn die schon Religion in dem Fach durchnehmen. Das war zumindest die interne Begründung. Na
Dann stellte sich die CDU gegen uns. Am Tag des Volksentscheids wackelte auch Frau Merkel immer zu im Rundfunk, weshalb man unbedingt mit Ja für den Volksentscheid stimmen muss, etc. Und die Bundes-SPD war gegen uns und die Bundesgrünen waren gegen uns und die Bundes-FDP war gegen uns. Nur in Berlin war, also die Linke war natürlich überall dafür und die SPD in Berlin war zum Glück an unserer Seite, sonst hätten wir es ja auch gar nicht machen können. Der ganze Witz bestand darin, dass ich dachte, wir haben ja keine Chance. Also wenn so ein massenhafter Eindruck auf die Leute ausgeübt wird. Und dann war das Ergebnis interessant. Eine Mehrheit sagte, ja, Ethik soll 3 Jahre lang ein Pflichtfach für alle Schülerinnen und Schüler sein. Sie hatten verloren. Und zwar nicht in West-Berlin, das muss ich zugeben, aber da hatten wir auch ein gutes Ergebnis. 60% waren dagegen, dass Ethik ein Pflichtfach wird, 3 Jahre, aber 40% waren dafür. Und in Ost-Berlin war es zwischen 85% und 95%, die für das Pflichtfach waren. Leute, das ist doch nicht nichts und das dürfen wir auch nicht vergessen und darauf muss man auch aufbauen. Und ich habe auch einen Brief an viele Bürgerinnen und Bürger geschrieben und habe gesagt, wir schaffen den Religionsunterricht nicht ab, die Bedingungen bleiben völlig gleich. Es gibt nur einen Unterschied. Ich möchte, dass alle Schülerinnen und Schüler zusammen über alle großen Philosophien und Religionen unterrichtet werden. Wenn ich sie nur trenne, dann erziehe ich sie nicht zur Toleranz. Das steckte dahinter. Und da haben wir uns durchgesetzt. Natürlich, unsere parteipolitische Etablierung ist noch nicht gesellschaftlich erfolgt. In der Justiz. Insbesondere in der Richterschaft, wenn ich ans Bundesverfassungsgericht, Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht, Bundessozialgericht, Bundesfinanzhof denke, gibt es so gut wie gar keine Linken. In der Professorenschaft sind sie eine solche Minderheit, dass man sie fast vergessen kann. In Bundesministerien sind wir nicht vertreten. In Medien sind wir viel zu wenig vertreten. Manche wissenschaftliche und praktische Sphären sind also von der demokratischen Entwicklung abgekoppelt worden. Und müssen wieder angeseilt werden. Denn endlich auch dort muss die europäische Normalisierung stattfinden. Wenn wir zu 10% immerhin im Bundestag sitzen, warum sitzen wir nicht zu 10% in solchen Einrichtungen und Institutionen? Man hält sich frei von der Linken, in der Hoffnung, dass es uns eines Tages nicht mehr gibt. Und diese sollten wir zerstören. Wir müssen auch das Nord-Süd-Gefälle reduzieren. Die Partei ist bereits gesamtdeutsch, aber endgültig erst Teil der Gesellschaft, wenn uns der Einzug in Baden-Württemberg und Bayern wahrscheinlich erscheint und dann auch gelingt. Daran müssen wir aber alle arbeiten, auch in Mecklenburg-Vorpommern, auch in Berlin, nicht nur in Bayern, nicht nur in Baden-Württemberg. Diese Schritte sind aus 4 Gründen besonders wichtig. Die Linke muss das bedeutende Gegenstück zur Rechtsentwicklung werden, in Deutschland und in Europa. Das ist unsere historische Pflicht. Das müssen wir alle erkennen. Das ist unsere historische Pflicht. Und dafür brauchen wir in Deutschland und in Europa einen sozialen Schub, von dem wir meilenweit entfernt sind. Wenn die Merkel-Regierung sich so fortsetzt, wenn die Politik sich so fortsetzt, ist in 4 Jahren die AfD doppelt so stark. Das dürfen wir nicht zulassen, zumindest was wir dagegen tun können, müssen wir dagegen tun. Solange Deutschland eine so wichtige Rolle in der Europäischen Union spielt, ist eine intakte Linke in Deutschland sogar in besonderem Maße erforderlich. Und zwar auch für eine andere Europäische Union. Die Linke muss eine internationalistische Partei sein und bleiben. Das ist unsere Herkunft. Der Schlusssatz des Kommunistischen Manifests lautete: Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das müssen wir begreifen. Das gilt nach wie vor. Ein Zurück zum Nationalstaat. Zum alten Nationalstaat kann niemals eine linke These sein. Niemals. Und wir müssen die Partei der deutschen Einheit sein. Wer außer uns soll sich denn darum kümmern, dass man endlich für die gleiche Arbeit in gleicher Arbeitszeit in Ost und West den gleichen Lohn bekommt und endlich für die gleiche Lebensleistung auch die gleiche Rente? Das ist im 27. Jahr der deutschen Einheit immer noch nicht Realität. Und wenn es uns nicht gäbe, würde es kaum artikuliert werden. Wir kämpfen also auch diesbezüglich weiter. Und dann, was mir besonders wichtig ist,
Wir müssen eine Partei der Chancengleichheit sein. Nirgendwo in Europa hängt der Grad der Bildung eines Kindes oder Jugendlichen so sehr von der sozialen Stellung seiner Familie ab wie in Deutschland. Das ist indiskutabel. Ich verlange Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendlichen, unabhängig von Elternhaus und sozialer Herkunft, in Bildung und beim Zugang zu Kunst und Kultur. Davon sind wir meilenweit entfernt. Meilenweit. Wir dürfen eins nicht vergessen. Die Existenzberechtigung einer Partei beruht nicht in erster Linie auf einer Ideologie oder dem Bedienen von dieser oder jener Weltanschauung. Für soziale Gerechtigkeit kann auch ein religiöser Mensch sein. Na und? Dann streitet er uns an unserer Seite aus religiösen Motiven. Die Vertretung der Interessen jener Gruppen, denen sich die Partei verschrieben hat, das ist das Entscheidende. Und also sind wir für die Linken, für die Schwachen da. Wir sind da für die Schwachen, und zwar unabhängig davon, ob sie uns wählen oder nicht. Das ist nicht die Frage. Wir sind für die Schwachen da. Die Starken brauchen unsere Vertretung nicht, die Schwachen brauchen unsere Vertretung. Und die Schwachen, das sind die prekär Beschäftigten. Und deshalb ist die soziale Frage unsere Kernfrage. Aber es sind nicht nur die prekär Beschäftigten, es sind auch die Facharbeiterinnen und Facharbeiter, es sind auch die Meisterinnen und Meister, die sich auch vernachlässigt fühlen. Denn wenn überhaupt hier zugegriffen wird, dann bei der Mitte der Gesellschaft, weil sich keiner an die Oberen, an die Reichen, an die Vermögenden herantraut. Das ist geradezu widerlich, das mitzuerleben. Deshalb brauchen wir auch eine Akzeptanz bei kleinen und mittleren Unternehmerinnen und Unternehmern, um nämlich eins zu schaffen, die Macht der Großen zu beschränken. Das wenigstens müssen wir doch durchsetzen. Aber das geht nur in breiten Bündnissen. Und deshalb sage ich euch zum Schluss, was wir geleistet haben, ist gar nicht so schlecht. Wir sollten auch nicht nur rummaulen. Wir können auch mal ein bisschen stolz sein. Aber wir haben noch viel zu tun. Es gibt eine linke europäische Integration, für die wir streiten müssen. Wir müssen die soziale Frage immer wieder auf die Tagesordnung setzen. Unsere Aufgabe ist es auch, die anderen zu nerven. Und zwar so lange zu nerven, bis sie einsehen, dass sie sich doch verändern müssen. Ich sage euch ein Beispiel. Anfang der 90er Jahre habe ich auf einer Bundespressekonferenz den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn gefordert. Ich war sowas von einsam, wie ihr euch das gar nicht vorstellen könnt. Alle anderen Parteien waren dagegen. Die meisten Gewerkschaften waren dagegen. Jetzt hat die CSU ihn beschlossen. Das ist kein leichter Entwicklungsweg, will ich nur sagen. Aber ich will auch euch auf Hoffnung geben. Auch in der Opposition verändert man die Welt, indem man den Zeitgeist verändert. Aber man muss es auch wollen. Man muss Leidenschaft ausstrahlen, nicht Langeweile. Lasst uns also leidenschaftlich für die Veränderung Deutschlands, Europas, na, und auch ein bisschen der Welt kämpfen. Dankeschön.